Der Sammy hat vorhin gesagt, wir möchten gerne schlank unterwegs sein. Wir möchten den Mitarbeitern auch gute Instrumente an die Hand geben, gute Hilfsmittel. Und genau über diese Hilfsmittel möchte ich heute etwas erzählen bei diesen drei Varianten von Prozessdarstellung im SharePoint. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich selber, man hat es gehört, ich bin der Thomas Wittmer, bin Projektleiter, so im Team von Collaboration mit Fokus auf Management-System. Also gerade das, was wir jetzt hier anschauen, Prozessdarstellung, wo ja ein wichtiger Bereich ist hier drin. Vielleicht ganz kurz, Management-System oder Qualitätsmanagement-System, wie das klassischerweise vielfach auch genannt wird. Da gibt es ja viele Bereiche, wo man drinnen herumturnen kann, wenn es darum geht, den Leuten Hilfsmittel zu geben, wenn es darum geht, Leute nicht nur zu führen, sondern auch zu schauen, dass man das Unternehmen systematisch kann verbessern kann. Wir sehen hier so ein paar Bausteine von so einem System, von so einer Software, die eben das Qualitätsmanagement in einer Unternehmung soll unterstützen soll. Da sind zum Beispiel eben die geregelten Verantwortlichkeiten, die Sammy auch genannt hat. So. Das geht über verschiedene Themen und ein wichtiges Thema ist dann die Prozessdarstellung. Wir unterstützen so System immer mit SharePoint, mit Power Automate meistens und auch mit Microsoft Teams. Also die Tools von Office 365, die einem zur Verfügung stehen, die brauchen wir bei so einem System. Und wie gesagt, es geht heute um Prozessdarstellung. Und zwar geht es darum, wie könnte ich den Mitarbeitern so etwas überbringen, damit sie auch danach arbeiten wollen. In der Darstellung, da lasse ich sie schnell ein bisschen hirnen oder fantasieren, was könnte denn Darstellung sein? Die einen, die vielleicht aus dem Bereich Qualitätsmanagement, Management-System kommen, die haben da ganz eine konkrete Vorstellung. Andere denken vielleicht an Darsteller, Kinofilme. Ich möchte ein bisschen eingrenzen und die Fantasie nicht zu weit gehen lassen. Also wir haben dann nicht Samichlaus, die etwas darstellen für unsere Prozesse, sondern wir gehen den ganz klassischen Weg. Und der klassische Weg, der bildet etwas ab, vielleicht nicht auf Papier, wie das, was wir hier gefotelt haben, sondern digital, so wie es heute gang und gäbe ist, im Computer. Jetzt, das Bild soll nicht nur einfach da stehen, um zu sagen, wir stellen etwas dar, sondern vielmehr auch so ein bisschen die Frage herumstellen, wie stelle ich es denn dar, damit es jemand versteht? Oder wie stelle ich es dar, damit es jemand auch kann, malen oder darstellen, damit es jemand kann machen kann? Ein Kind würde vielleicht seine Welt so darstellen, wie wir es hier haben. Wunderschön, das könnte man jetzt so digital wahrscheinlich nicht einmal gut malen mit der Maus und Bildschirm. Ein Kind kann das viel besser auf Papier so. Aber Sie können sich vorstellen, ich möchte eigentlich darauf raus, dass es für jedes Unternehmen vielleicht auch wieder ein Stückchen anders ist, für jede Person vielleicht auch ein Stückchen anders ist, was sie dann findet, es ist optimal. Und wir müssen uns auf irgendetwas einigen, wo praktisch ist, wo praktikabel ist, wo pragmatisch ist, im Sinne von, dass es eben auch wirtschaftlich ist, um das zu machen und wo auch für alle verständlich ist, wiederum. Auf das möchte ich gerne raus. Und für das Kind, das das gemalt hat, ist seine Welt mit der Familie, mit dem Büsi, mit der Sonne, ist das wahrscheinlich die ideale Darstellung so gewesen. Ist, by the way, nicht ein Kind von mir gewesen, das das gemalt hat, hat das Bild sozusagen gestohlen. Unsere Bilder würden ein Stückchen anders aussehen. Jetzt möchte ich praktisch vielleicht darauf eingehen, was das kann heissen, etwas darstellen. Und ich gerne immer wieder das Votum vom Sammy zur Hand nehmen, dass es eben damit schlank soll sein, dass es praktikabel soll sein, dass es etwas soll sein, das den Mitarbeitern auch hilft. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, wir stellen hier drei Varianten vor. Das sind drei Varianten, die sich ein bisschen an den technischen Gegebenheiten orientieren. Vielleicht sieht man schon, wenn man die Überschriften liest, hier. Und wie man dann alles ausmalt, das ist dann immer wieder ein bisschen unternehmensindividuell.
Die drei Varianten zählen sich kurz auf. Das ist die oberste. Da möchten wir gerne Standardfunktionalitäten von SharePoint Online brauchen. In der zweiten Variante geht es um ein Hilfsmittel mehr. Das sind sogenannte Search Web Parts. Die kommen aus GitHub, eine Bibliothek, die Open Source ist. Die integrieren wir auch in SharePoint Online. Das ist alles gratis, was zusätzlich ist zu SharePoint Online. Und wir haben noch Drittanbieter-Tools in der dritten Variante, wo wir auch gefunden haben, das ist eine sehr umgebige Sache, um das so darzustellen. Lässt sich sehr gut verwenden, nicht nur zum Darstellen, aber auch zum Malen. Jetzt zu der ersten Variante. Da nehme ich gerade kurz die Übersicht, was wir dazu brauchen, was verwenden wir. Standardfunktionen. Wir haben sie hier einmal aufgelistet. Das sind zum einen ist das Darstellung von Daten. Also Dokumentenbibliothek brauchen wir in einem Webpart, in einem Baustein. So der Jargon im Technischen ist da vielleicht ListView-Webpart. Also wir stellen da einfach eine Bibliothek dar vom System. Dazu wichtig noch nebenbei zu erwähnen, ist, dass die Daten, die wir hier pflegen, die sind zentral irgendwo abgelegt. Und ich gehe vielleicht da gerade mal drauf auf die DMS-Prozessdokumente. Die liegen alle in einer Bibliothek. Alles für jeden Prozess, für jeden Prozesseigner liegen am gleichen Ort. Die werden sogenannt vertagt oder mit Stichwort versehen. Wir sehen hier die Spalte Prozess. Da wird hingeschrieben, welcher Prozess ist hier gültig. Und basierend auf dem Stichwort kann ich nachher die Daten wieder anzeigen, eben auf dieser Prozessseite. Und das darstellen mit so einem Baustein, hier mit so einem Standard-Webpart. Dann brauchen wir ein Flowchart, beziehungsweise wenn das Flowchart darstellen, ein Prozessablauf. Wir haben hier dargestellt so ein Top-Down-Flowchart, klassisch, mit nicht nur mit Böxli und Pfeili, sondern auch noch mit Beschreibungen. Das basiert auf einem Template von der IOZ, wo wir sehr gerne auch im Betrieb nehmen, bei uns selber oder bei Kunden. Finde ich sehr übersichtlich, stellt praktisch dar, alles, was wichtig ist zu einem Prozess. Thomas, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wir haben eine mega wichtige Frage im Chat drin. Eine mega wichtige Frage. Die Frage ist, ob du echt auf Hochdeutsch weiterfahren könntest. Oh. Oder Schriftsprache. Ja, das kann ich selbstverständlich. Ich versuche mein Bestes. Genau, halt die Aufzeichnung noch einmal machen, aber ja, genau, ja. Ich hoffe, die Schweizer Kolleginnen und Kollegen verstehen mich trotzdem, wenn ich Hochdeutsch spreche. Genau, aber das wird schon klappen. Ist hoffentlich okay, wenn ich gerade an der Stelle weiterfahre. Genau. Ich kann ja kurz nochmals da oben starten, ganz kurz. Wir verwenden als erstes für den Standard-Webpart dieses Dokumentenbibliothek, Webpart. Da stellen wir einfach Dokumente dar. Wir verwenden ein sogenanntes Einbettungs-Webpart mit iFrame. Leute, die mit Webdesign verbunden oder verbandelt sind, die kennen das. Wir framen oder betten einfach so ein Flowchart ein innerhalb eines Office-Dokumenten-Tools. Das sehen wir dann praktisch und wir verwenden auch ein Personen-Webpart, das integriert ist in SharePoint, um eine Person darzustellen. Jetzt will ich da sie nicht noch mehr auf die Folter spannen und Ihnen vorenthalten, wie die Prozessseite dann aussieht. Ich klicke auf der Übersicht auf den Personalprozess. Und dann kriegen wir hier angezeigt auf einer Prozessseite die wichtigen Dokumente zu diesem HR- oder Personalprozess. Wir kriegen den Prozessverantwortlichen. Mit diesem Standard-Webpart kommt ganz praktisch dann auch die Kachel mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse und so weiter raus, sogar Chat. Das heißt, wenn ich ein Feedback habe für den Prozesseigner, dann kann ich als Mitarbeiter den gleich so kontaktieren und mein Feedback oder meine Frage hier eingeben. Was auch sehr praktisch ist natürlich bei diesem Standard-Webpart links hier bei den Dokumenten. Ich habe auch ein Kontextmenü, kann hier diverse Dinge schon vornehmen. Hier sehe ich ein paar Menüpunkte
sage ich mal, zu viel, weil ich Bearbeitungsrechte an der Stelle habe bei diesen Dokumenten. Klassischerweise in unseren Lösungen sind diese publizierten Dokumente hier nicht bearbeitbar. Ich kann die also nur anschauen, ich könnte nicht umbenennen. Das können Sie sich kurz mal wieder ausblenden. Ich sehe aber auch Gültigkeitsdaten und so weiter und sogar eben noch eine Person, die hier verantwortlich ist, ist wieder Prozesseigner. Weiter unten sehe ich dann das Flowchart selber, sehr groß angezeigt, damit ich das auch lesen kann. Ich kann da durchgehen und mir anschauen, wie der Prozess läuft. Ich möchte hier nicht zu lange verweilen noch bei diesem Flowchart. Was vielleicht hier noch speziell zu erwähnen ist, das ist auch eine Variante und da geht es auch darum, wie gefällt es mir, was ist für mich praktisch. Wir haben hier eine Visio-Datei, die wir anzeigen. Wenn ich hier aufklappe, das ist dieser Personalprozess.vstx. Den stellen wir hier fix in diesem Webpart dar. Und wir haben integriert in diesem File, in dieser Datei, gleich noch weitere Unterprozesse, also es geht von Personalgewinnung bis zu Personalaustritt, alles zusammen. Bedeutet, als Navigation für den Mitarbeiter ist hier gedacht, dass man fürs Vorstellungsgespräch einen Reiter weitergeht, dann habe ich den Prozess gleich. Ich kann da weiterklicken. So habe ich nicht groß Wartezeiten, wenn ich irgendwo im SharePoint noch was klicken muss. Ich muss auch technisch nicht viel aufbauen. Ich habe die Navigation sehr einfach aufgebaut mittels dem Visio-File selber, wenn ich verschiedene Flowcharts anschauen will. Selbstverständlich ist jetzt dafür auch, dass ich alle Dateien zum Personalbereich hier auch anzeige. Das heißt, ich hätte alle Dateien hier zum Eintritt bis zum Austritt in dieser Übersicht hier drin. Jetzt vielleicht ein paar Worte zu den Vor- und Nachteilen von sowas. Ich gehe da noch einmal zurück. Die haben wir auch auf dieser Seite aufgelistet. Ich greife hier ein paar Stichworte auf. Vorteile sind sicher, es ist alles im Standard, was ich sehr gut finde. Man muss nichts dazu nehmen. Alles ist von Microsoft unterstützt. Wenn Sie ein Problem haben mit einem Webpart, das wirklich technisch bedingt ist, das auf der Plattform liegt, können Sie den Microsoft Support anrufen bzw. ein Ticket lösen und die Leute helfen Ihnen auch bestimmt. Sie müssen keine Angst haben, dass Sie abgewiesen werden, weil Sie irgendwie was dazu programmiert haben oder ein Drittparteien-Tool dazu genommen haben. Dann sind die Webparts, diese Bausteine, sind sehr einfach zu administrieren. Sie können in die Seite klicken. Ich klicke doch mal in diese Seite hier. Das sind nur Text-Webparts. Sie haben Stifte. Es ist alles, ich sage mal, relativ selbsterklärend. Und wenn Sie es nicht verstehen, dann gibt es von der Microsoft selber Dokumentationen, um zu verstehen, wie das funktionieren soll. Jetzt, was sind vielleicht die Nachteile dazu? Ich möchte dazu parallel nochmals die Seite selber öffnen. Ich gehe da einen Schritt weiter. So, mache die Seite auf. Nachteil ist, da gehe ich auf die URL oben. Ich habe garantiert pro Prozess eine Seite zu erstellen. Und alles, was zu diesem HR-Prozess gehört, also die Dokumente, die hier angezeigt werden sollen, das Flowchart, das hier angezeigt werden soll, alles muss sich in diesen spezifischen Webparts wieder individuell für den Prozess konfigurieren. Ich kann das vielleicht kurz anzeigen. Beim Bibliotheks-Webpart gehe ich hin und wähle die Personalansicht aus der Bibliothek aus. Dann werden mir die richtigen Dokumente angezeigt. Hier bei diesem Einbetten-Webpart wähle ich die Datei, die hier angezeigt werden muss. Von dem her, technisch einiges zu konfigurieren, etwas aufwendig, wenn man alles für jeden Prozess machen möchte. Vorteil Handkehrum ist vielleicht, dass Sie viel Individualitätsmöglichkeiten haben pro Prozess. Sie können natürlich hier irgendwelche Webparts noch oder Bausteine dazu nehmen, Videos hinzunehmen in die Seite und alles so gestalten, dass es für Ihren Prozess wiederum wieder passt. Dann eben keine dynamischen Inhalte, heißt das alles fix programmiert, Darstellungsmöglichkeiten relativ individuell, einfach das, was Microsoft zulässt
Und das versteht sich jetzt auch von selbst mit meinen Erklärungen. Der Aufwand, wenn Sie Änderungen haben am Standard-Layout, dann an Ihren Vorstellungen, wie etwas sein sollte, der ist halt dann relativ groß. So viel mal zu diesen Standard-Webparts. Ich gehe doch gleich weiter. Und zwar nehme ich den zweiten Fall. Da haben wir, wie gesagt, diese Search-Webparts genommen. Und ich möchte hier ganz kurz durchgehen, was wir hier brauchen. Es kommen alle Bausteine aus GitHub. Und das eine ist das, was wir darstellen, Search Results Webpart. Das ist nichts anderes als ein Webpart, ein Baustein, um Resultate aus der SharePoint-Suche darzustellen. Teilweise gibt es hier noch gewisse Layout-Anpassungen, die wir drin haben, mit etwas Code, den man in den Webpart selber integrieren kann. Und das Such-Vertical, Search-Verticals Webpart ist auch integriert in diesem Beispiel. Ich möchte Ihnen das gleich darstellen, wie das ausschaut. So eine Prozessseite sieht eigentlich nicht wahnsinnig viel anders aus. Vielleicht ein Stück weit schöner. Das ist nämlich deshalb auch mein Favorit, weil Sie hier relativ viel gestalten können und es so optimieren können, dass es am Schluss auch etwas aufgeräumter hier kommt und gut ausschaut, sage ich mal. Auch hier wird das Flowchart dargestellt. Das ist wiederum so ein Visio mit unserer Prozessvorlage dargestellt. Das ist ein Search Result Webpart. Hier haben wir eine Erweiterung selber integriert, die bei GitHub eigentlich integriert werden kann, also alles Open Source, und stellen auf die Art und Weise ein Dokument direkt dar, das dynamisch wiederum aus den Prozessdokumenten geholt wird. Dynamisch basierend auf einem Parameter hier oben in der URL. Das ist diese ID, die gibt man in einem Link ein, ruft den Link auf und dann wird basierend auf diesem Parameter hier das richtige Dokument aufgerufen. Das gleiche passiert für die Hilfsdokumente, diese hier. Jedes dieser Dokumente ist mit HR versehen und trägt deshalb im sogenannten Terminologiespeicher, das ist so ein Metadatensatz, ein Eigenschaftssatz, ein mit Auswahldaten, der nennt sich Terminologiespeicher und stellt eben dann Auswahldaten für dieses Prozessfeld hier dar. Und diese Auswahldaten, die sind aufrufbar über solche kryptische IDs hier. Und dann kann man die richtigen Dokumente damit aufrufen. Ganz oben auch wieder das letzte Suchresultats-Webpart für den Prozesseigner. Auch hier dürfte man eigentlich auch die Kachel drücken. Glaube ich, nicht integriert. Da habe ich den Prozesseigner. Ich kann das hier auch so integrieren, wie wir vorher gesehen haben, dass dann E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter kommt zu diesem Prozesseigner. Das wird auch dynamisch basierend auf diesem URL-Parameter hier aufgerufen. Und zu guter Letzt noch das Such-Vertikal- oder Verticals-Webpart. Hier haben wir die Dokumente noch etwas untergliedert in Prozess- und Hilfsdokumente. Kann man hin und her switchen und sieht dann etwas geclustert, etwas aufgeräumt auch die entsprechenden Dokumente zum entsprechenden Dokumenttypen. Soweit zu diesem Search- oder zu dieser Such-Webpart-Seite. Ich klicke hier auch kurz vielleicht mal darauf. Diese Sachen, das ist ein Nachteil, den ich jetzt gerade schnell aufnehme. Die sind etwas technisch affiner, um sie zu konfigurieren. Hier muss man sich etwas mit Suche, SharePoint-Suche befassen, um diese Query-Vorlage auszufüllen, damit man weiß, was hier einzugeben ist. Dann weiter hinten hat man diese Ergebnisvorlage, die man eingeben kann. Ich klicke da mal drauf. Sie sehen relativ viel Code. Das kann man so konfigurieren, dass es dann auch so ausschaut, wie man möchte. Das ist, wie gesagt, vielleicht ein Nachteil beim Konfigurieren, wenn man selber etwas bauen will. Ein Vorteil aber, wenn man sehr viel ausschmücken will, etwas
das Portal so ausschmücken will, dass es am Ende des Tages auch gefällt. Ich gehe doch am besten wieder auf diese Übersicht, weil ich schon Vor- und Nachteile aufgegriffen habe. Und zwar mache ich gleich weiter bei weiteren Vorteilen dieser Lösung. Wir haben gesehen, Sie können dynamisch Inhalte basierend auf diesem URL-Parameter aufgreifen. Es lassen sich auch weitere Inhalte in der Seite darstellen. Das ist dieser zweitletzte Punkt. Die lassen sich sehr einfach integrieren. Sie können Prozessrisiken von irgendwoher, aus irgendeinem Örtchen im SharePoint, die müssen nicht im QMS gespeichert sein. Da können Sie Prozessrisiken aufzeigen, IKS-Kontrollen, also Kontrollmaßnahmen, KVP lässt sich integrieren und so weiter. Sie können sich denken, Sie könnten auch noch Videos aus einer Videoablage integrieren und so weiter und so fort. Die Freiheiten habe ich angesprochen. Sie können mit etwas Web-Darstellungskenntnissen relativ viel herausholen. Es lässt sich auch erweitern, das haben wir gesehen beim Flowchart, das so gleich dargestellt wird. Und Sie haben auch keine Zusatzkosten, weil diese Open-Source-Datenbank GitHub eben gratis ist, Open-Source soweit gratis, auch gut dokumentiert. Die Wartung dort ist aus meiner Sicht relativ gut. Sie haben dort bei Fehlern zeitnah Updates, das geht manchmal. Ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, aber manchmal habe ich das Gefühl, Bugs werden noch schneller gelöst als bei der Microsoft. Aber da lasse ich mich vielleicht etwas aufs Wasser hinaus. Und weil wir hier mit einem Parameter arbeiten in der URL, lassen sich auch Änderungen, das ist das hier, sehr schnell auf das ganze System bei der Darstellung ausrollen. Jetzt Nachteile vielleicht. Open Source kann auch als Nachteil ausgemalt werden, weil Sie keine Microsoft-Garantie haben. Also Sie müssen nicht, wenn Sie mit diesen Webparts arbeiten, einen Microsoft-Case auf Ihrer Plattform eröffnen. Da haben Sie keine Chance, da werden Sie gleich abgewiesen damit. Ja. Und Sie brauchen, wie gesagt, etwas technische Kenntnisse über diese Möglichkeiten, über diese Konfigurationsmöglichkeiten, die wir gesehen haben in diesen Webparts. Nochmals, es ist mein Favorit, vielleicht meine Empfehlung, aber das ist Geschmackssache. Ich finde es super, weil Sie da sehr viel herausholen können und weil Sie relativ wartungsarm sind am Ende des Tages. So, genug über diese Variante. Ich gehe noch zur letzten. Und zwar ist das die Darstellung mit einem Drittanbieter-Tool. Auch hier kurz die Übersicht, was wir hier verwenden. Wir sehen im Titel vielleicht noch so als Zwischenbemerkung, die Tools, die Webparts, die kommen von einer Firma, die heißt OneAssist. Alle zusammen, alles was auf der Prozessseite auch dargestellt wird, basiert auf Bausteinen dieser Firma. Da ist zum einen das Treeview. Sie sehen es hier im Bild, das ist so eine Art Baum, Tree heißt Baum. Da lässt sich Ihre Prozessstruktur als Baum darstellen, direkt für den Benutzer, um zu navigieren. Es gibt ein sogenanntes Document Plus Webpart, das lässt nicht nur Dokumente darstellen, sondern auch Dateien vom Typ BPMN. Die sind wirklich als BPMN-Files, wie der Standard es vorgibt, BPMN-Standard, sind die abgespeichert und werden genauso dann dargestellt. Dann gibt es ein Breadcrumb Webpart, sehen wir dann auch. Das ist so eine Navigation oben durch. Da können Sie über den Baum navigieren oder sehen auch, wo Sie sind. Wenn Sie in der Unternehmensentwicklung starten, gehen Sie zu A1 Strategieentwicklung und könnten mit der Maus dann wieder auf Unternehmensentwicklung klicken, um zurückzukommen. Zu guter Letzt oder ein zu zweitletzt, das Details Plus Webpart. Mit dem stellen wir irgendwelche Eigenschaften dar. Wir sehen dann noch was alles. Und dann noch ein List Plus Webpart. Das ist das letzte dieser Plus Webparts. Hier stellen wir Dokumente dar. Jetzt gehen wir doch ganz schnell zu dieser Lösung, dass Sie da sehen, weil wie das daherkommt. Wieder
gemutet, so, und wieder entmutet, Sie hören mich wieder. Hier das Treeview, über das Treeview können Sie leicht navigieren, Sie kommen auf einen Prozess, hier sehen wir diesen Zielprozess. Rechts daneben sehen wir dieses Details plus Webpart mit den Eigenschaften des Zielprozesses. Da können Sie Daten hineinnehmen, wie Sie es gerne definiert hätten, wie Sie es gerne hätten. Wir haben mal Inputs, Outputs, Prozesseigner und Titel reingenommen. Rechts unten sehen Sie das List plus Webpart. Das listet Daten auf von irgendwoher im SharePoint. Wir haben hier die Dokumente natürlich genommen, um zu zeigen, welche Dokumente nötig sind zu diesem Zielprozess. Und zu guter Letzt, und damit klicke ich jetzt auf eine Aktivität, kriegen wir ganz unten noch die Aktivitäten-Details angezeigt. Und hier sehen Sie, welche Details zu der GL-Retrette alle zu berücksichtigen sind. Da haben wir ein Titeldetail beschrieben. Da können Sie sich vielleicht auch selber ausmalen, was da alles nötig ist. Das ist bei jeder Unternehmung auch ein Stück weit anders, was man hier darstellen will. Dokumente ist zum Beispiel drin, Tools und so weiter. Genau, da können Sie, das können Sie so konfigurieren, dass das für Sie passt. Was auch noch möglich ist, das haben wir jetzt mit dem aktuellen Versionsstand dieses Webparts aber noch nicht so konfiguriert, wenn Sie auf eine Aktivität klicken, dass dann die Hilfsdokumente auch gerade auf diese Aktivität gefiltert werden und Sie dann genau diese Dokumente vor sich haben, die Sie für die Ausführung dieser Aktivität auch benötigen. Ganz oben sehen wir auch gleich noch das Breadcrumb Webpart. Ich klicke, damit man sieht, was da möglich ist, auch gleich auf dieses größer oder kleiner als. Da fährt gleich eine Navigation runter. Das finde ich auch sehr praktisch. Da können Sie hoch navigieren oder auch wieder runter navigieren, um selber an den Ort zu kommen, der für Sie passt. Wie Sie gesehen haben, navigieren wir an der Stelle immer auf einer spezifischen Seite. Jeder Klick bringt Sie dann an ein anderes Ort im Prozessbaum drin. Ladezeiten haben Sie praktisch nicht. Und damit möchte ich auch zu den Vor- und Nachteilen kommen dieser Lösung. Ich gehe da nochmals auf unsere Übersicht und klicke auch die Vor- und Nachteile. Vorteil ist ganz sicher, Sie können BPMN eben integrieren in diesem System. Es gibt einen spezifischen BPMN-Editor, den habe ich Ihnen jetzt noch vorenthalten. Da können Sie direkt im SharePoint in einer Seite BPMN-Diagramme, BPMN-standardkonform auch zeichnen und die werden dann auch direkt im System dargestellt. Und in diesem Editor verknüpfen Sie dann auch direkt die Aktivitätseigenschaften, die Prozesseigenschaften und die Dokumente. Dann können Sie auf einer Seite, eben ohne Ladezeiten, können Sie die ganze Prozessnavigation darstellen. Die Webparts kommunizieren untereinander, das haben Sie gesehen. Und weil es eine Seite ist, können Sie auch Änderungen im System sehr, sehr schnell wieder auf das ganze System ausrollen. Nachteile natürlich, das ist eine Drittanbieterfirma, die OneAssist, das ist kostenpflichtig. Das heißt, das käme noch hinzu zu einer SharePoint Online Lizenz und die Konfiguration, die braucht natürlich Training von der Firma OneAssist. Zum Teil können wir gewisse Dinge auch übermitteln, so, aber die OneAssist bietet das auch sehr gerne an, das Training. Wie gesagt, also es braucht etwas Know-how, um das zu konfigurieren. Das ist nicht einfach nur so schnell gemacht. Jetzt wäre ich ja soweit am Ende dieser Varianten zur Prozessdarstellung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein paar Möglichkeiten eröffnet. Sie haben gesehen, man kann das verschieden darstellen, die Prozesse verschieden darstellen. Wir haben Seiten gesehen mit einem gewissen Layout. Das Layout lässt sich immer wieder individuell natürlich ausschmücken mit jedem Baustein oder jeder Variante, die wir haben.